Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück. Ich bin Michael und das ist eine weitere Folge Corn Exiles Mods kurz vorgestellt. Heute aus meiner Lieblingsrubrik. Klein, aber fein, macht eine Sache aber die richtig gut. Und wenn sie jemals nicht mehr funktioniert, können wir sie problemlos wieder runterschmeißen. Um sie euch schmackhaft zu machen, muss ich etwas ausholen. Und zwar in einer der letzten Updates, oder von, ja doch, einer der letzten großen Updates, ist ja das Ernteverhalten von verschiedenen Dingen, die wir ernten, geändert worden. Unter anderem zum Beispiel, ihr wisst, bei den Pilzen geht nur noch die Sichel. Ja, das heißt, mit dem Pickel oder der Pickaxe kann ich keine Pilze mehr sammeln, was bis zum gewissen Punkt auch Sinn macht. Anders sieht es aus bei den Kristallen. Bei den Kristallen konnten wir natürlich vorher mit dem Pickel ernten. Wir könnten hatten auch die Möglichkeit, glaube ich, mit der Sichel zu ernten. Also verschiedene Ernteinstrumente, die dann einfach einen erhöhten Ertrag gegeben haben, auch abhängig von der Qualität des Werkzeugs, das ich einsetze. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Jetzt könnte man sagen, ja gut, Kristalle. Aber es ist nervig, es ist schlichtweg nervig. Weil wenn wir uns vorstellen, wir brauchen hier drei Kristalle, um ein Glas herzustellen. Na, wir brauchen drei Glas, um eine Flasche herzustellen. Das heißt, je nachdem, was wir gerade in der Produktion sind, dauert es eine ganze Weile, bis wir die notwendigen Mengen an Kristalle dann zusammen gelesen haben. Weil nur mit der Hand ist der Ertrag, glaube ich, ein, zwei. Man kann dann mit dem entsprechenden Perk ein bisschen mehr rausholen. Aber es ist wirklich bei Weitem nicht das, was wir vorher mit den Werkzeugen sammeln konnten. Und da muss ich sagen, das nervt einfach, weil es auch völlig unnötig ist. Das ist eine Veränderung, die weder Sinn macht, noch ist es toll balanced, ist einfach nur doof. So. Und hier setzt die Mod an, die heißt More Crystal und die macht eins, die erhöht den Ertrag. Ich muss jetzt ganz kurz mal was hier reinschmeißen, damit ich es euch nachher auch richtig schön zeigen kann. Gehen wir mal rüber zu Hanumans Grotto. Ich bin im Admin-Modus getarnt, das heißt, normalerweise sollten die mich. Ne? Administrator. Nein, ich bin nicht getarnt. Jetzt bin ich getarnt. Und ich mache jetzt auch mal hier ganz schnell Mittag. Nicht, dass es mir was in der Höhle bringt, aber. Was die Mod macht, sind zwei Sachen. Das eine ist, er erhöht die Chance, überall dort, wo man beim normalen Ernten von Stein, von Eisen, von Obsidian, hat man ja grundsätzlich eine Chance, auch Kristalle rauszubekommen. Jetzt habe ich jetzt Eisen. Das ist ein schlechtes Beispiel. Vorher habe ich, war da haben wir jetzt 7, 8, 8. Also wir holen jetzt hier schon einen netten Ertrag raus. Kleinen Moment mal. Wir holen ja einen netten Ertrag raus. Das heißt, wenn wir ganz normal ernten gehen, dann haben wir auf jeden Fall schon mal so ein Sammeln nebenbei. Aber was viel wichtiger ist, ist, gehen wir mal in die Höhle rein. Und gehen hier runter. Man kann jetzt immer noch nicht mit einem Werkzeug sammeln, aber wenn ich jetzt mit der Hand sammle, da hier 26, 7, 1, 28. Auch das ist chancenbasierend. 25, 2, 7, 1, 19, 22. Das heißt, wir haben hier einfach jetzt ein breiteres Spektrum von dem, was wir ernten können. Ja, das heißt, natürlich auch weiterhin die Chance, dass wir bloß ein Kristall rausholen, aber eben auch die Chance, dass wir hier dann 25 rausholen. Das heißt, mal grundsätzlich holen wir jetzt insgesamt deutlich mehr raus wie vorher, wenn wir mit der Hand sammeln. Was das Gute ist, ich hole mir mal ganz kurz den hier ins Inventar, schalte mal um. Ich mache jetzt hier mal keine Bau. No Spell Cost habe ich aktiv. So, und jetzt gehen wir hier mal in den Massenkeulung. Das ist, glaube ich, das hier. Ausweiten, genau. So, und dann haben wir hier Ernt und merkt sich Mineralien. Erntet und merkt sich, genau, das ist das hier. In einem Umkreis. Und jetzt gucken wir mal, was wir jetzt hier aus dem Ding rausholen. Mit, ja, das denke ich mir. Und ihr seht, ich habe jetzt hier wirklich eine entsprechende Menge rausgeholt. Und ich kann euch sagen, das ist ungefähr das
1000, 2000, 3000, 4000 pro Sekunde, 10.000. Das ist ungefähr das, ja, ich würde mal sagen, das 5- bis 8-fache von dem, was ich ansonsten hier aus der Höhle raushole. Also allein schon für das lohnt sich, so eine Mod installieren. Also wenn ihr am Anfang eben die Kristalle braucht, gehen wir wieder aus der Höhle raus, hier ist so gnadenlos dunkel. Wo geht's denn hier raus? Da geht's raus. Also gerade am Anfang, wenn ihr Kristalle in größeren Mengen braucht, jetzt noch nicht die riesigen Massenmengen, aber einfach die größeren, um zum Beispiel den Zaubertisch herzustellen etc. Da lohnt sich das auch schon, wenn man so eine Mod drauf hat, auch später, wenn man dann anfängt, so die ersten Glasflaschen herzustellen. Aber wenn ihr dann wirklich Richtung Zauberei geht, dann habt ihr hier wirklich mit auf einen Schlag für einen ganzen Zeitraum ausreichend Kristalle, mit denen ihr dann arbeiten könnt. Und wie gesagt, die Mod selber macht eine Sache und die finde ich richtig gut. Ich gehe mal ganz kurz hier auf. Da haben wir sie. Morg Crystal heißt die. Ist relativ neu. Die ist vom August und ist mir gleich ins Auge gesprungen, wo ich sie gesehen habe. Und er schreibt auch hier, er kann nicht die Menge selber verändern, aber er kann die Chancen verändern. Und das sieht man eben hier überall dort, wo wir von Haus aus Kristalle rausbekommen können, also die Chance erhöht, was ich schon mal sehr gut finde. Und dann eben einfach dieser Zufallsfaktor, der dann eben deutlich höher ist von 5 bis maximal 30 pro Pickup und das Ganze dann eben auch mit der Massenkeulung über die gesamte Höhle. Also da hat man dann auf jeden Fall genug. Ich finde die Mod toll, sie gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe andere Mods im Einsatz, wo ich zum Beispiel eben Leute wegschicken kann, um Kristalle zu ernten etc. Das heißt, ich brauche sie nicht zwingend in meinem Gameplay, aber je nachdem, was ihr für eine Modliste habt, könnte die Mod, denke ich, ganz gut reinpassen. Und von daher von meiner Seite für die Mod auf jeden Fall Daumen nach oben. Und ich hoffe, dass ihr mir für die Mod-Vorstellung Daumen nach oben gebt. Das war es nämlich schon wieder in dieser Folge. Gerne auch Kommentare schreiben. Noch ein Wunsch, wenn ihr wollt oder wenn ihr sagt, hier, guckt ihr mal dies oder jene Mod an, mache ich natürlich gerne. Aber checkt kurz vorher, ob die Mod Admin Spawn Only Items hat. Ich habe mir heute eine Mod installiert, weil die ist auch vorgeschlagen worden. Und die sah auch ganz toll aus. Und ich gehe rein, finde nichts, gucke in den Kommentare, ob alle Gegenstände sind Admin Spawn Only. Und das für Roleplay, Dekor. Im Moment habe ich da keinen Bedarf dran. Und einer der Gesichtspunkte, wann ich Mods vorstelle, ist ja, wenn ich sage, okay, ich werde die Mod installieren oder ich könnte mir sehr gut vorstellen, sie zu installieren. Oder ich finde sie an sich ganz gut. Und Admin Spawn Only finde ich immer nicht so toll. Gibt sicherlich Anwendungen, aber im Moment würde ich solche ihr nicht vorstellen. Also von daher gerne Vorschläge machen, was ich vorstellen soll, aber da kurzer Check, ob das Admin Spawn Only sind, also was nur ein Admin herbeizaubern kann. Das ist dann eher nicht so der Fall. Ja, Daumen nach oben habe ich gesagt, Kommentare habe ich gesagt. Ah ja, genau, Abo könnt ihr natürlich auch gerne da lassen, wenn euch die Serie gefällt. Einfach Kanal abonnieren, dann könnt ihr die Bimmel aktivieren, kriegt mit, wenn ich wieder was hochlade. Und natürlich könnt ihr auch meine Gameplays anschauen, die bis, glaube ich, eine Serie, die ich gemacht habe ohne Mods. Alle anderen sind mit Mods. Von daher seht ihr auch viele Mods im Einsatz. Jo, und ansonsten wäre es toll, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei wärt, hier bei Conan Exiles, Mods kurz vorgestellt oder einen meiner anderen Gameplays. Bis dahin, macht's gut, tschüss zusammen, passt auf euch auf und immer schön gesund bleiben. Bye bye.